Das Funkwetter, eine unbekannte Größe oder was sagt uns dieser Begriff? Liebe Zuschauer, zu einem weiteren Beitrag zu Hemradio Online 2020. Dazu dürfen wir begrüßen den Leiter des Referats HF, den Tom, Delta Foxtrot 5, Juliet Lima. Herzlich willkommen, Tom. Hallo, Wolfgang. Dann als weiteren Mitstreiter den Hartmut, Delta Lima 1, Viktor Delta Lima, der für das Funkwetter im Rundspruch des DRC zuständig ist. Herzlich willkommen, Hartmut. Danke. Und zu guter Letzt in dem Trio dürfen wir begrüßen den Christian, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky, der das Funkwetter auf Radio DRC rüberbringt, ihn nahebringt. Ich darf das Mikrofon jetzt direkt an den Tom übergeben für diesen herrlichen Beitrag. Ja, danke, Wolfhard. Begrüße auch alle, die zugucken und zuhören. Und wie es der Wolfhard schon gesagt hat, wir beschäftigen uns heute mit dem Funkwetter. Die Veranstaltung hat den vielversprechenden Titel Funkwetter einfach erklärt. Mal gucken, ob wir es einhalten können. Begrüße ganz herzlich den Christian, den viele kennen von Radio DRC, 60-70 Kilohertz, sonntags morgens 11 Uhr Küchenzeit, wie man so schön sagt. Jetzt hat die Stimme auch ein Gesicht. Und den Hartmut begrüße ich ebenfalls. Hartmut kennt man selten mit Gesicht, noch weniger mit Stimme, aber seine Funkwetterprognosen, die gibt es ja jede Woche im Deutschlandrundspruch. Und umso mehr freue ich mich, dass wir hier jetzt mit Stimme und Gesicht alle dreimal zusammen sind. Christian, an dich die erste Frage. Gibt es da überhaupt so einen Hintergrund? Warum machst du das Funkwetter auf Radio DRC? Ja, das ist eine spannende Geschichte, wie das Leben so spielt. Radio DRC ist jetzt 5 Jahre auf Sendung. Und in den ersten Sendungen war es so, dass Hardys Funkwetterbericht schlicht und ergreifend verlesen wurde. Und jetzt muss man wissen, der Funkwetterbericht vom Hardy, der ist fürs Printmedium gemacht, also für den Deutschland-Rundspruch, um ihn zu lesen. Und eine Radiosendung braucht ein bisschen eine andere Art und Weise, das Ganze zu machen. Und ich habe dann ein paar Wochen später den Rainer, also den Vater, sage ich jetzt mal, von Radio DRC, den DF2NU, getroffen und habe gesagt, Rainer, du, das müssen wir ein bisschen peppiger müssen wir es machen. Und dann hat er mich angeguckt, wie das halt so läuft und hat gesagt, oh, klasse Idee, mach mal. Ja, wer einen guten Vorschlag macht, der wird dann sozusagen ja, direkt verarbeitet. Ja, na gut, dann habe ich mal ein Beispiel gemacht. Das kam ganz gut an und ja, seitdem bin ich dabei. Und das sind jetzt ja schon über 270 Sendungen inzwischen. Wahnsinn. Fantastisch. Hadi, wie lange machst du das schon, den Funkwetterbericht? Also im März waren es 27 Jahre. Und wie das so ist, das geht eigentlich jedem in unserem Club oder auch in einem anderen Hobbyverein so. Wenn man sich mit dem Verein verbunden fühlt, dann hilft man. Und bei mir war es so, ich war damals HF-Referent und da rief DL1FL, der Alfred Müller aus Kiel an, der hatte nämlich den Funkwetterbericht zuvor verfasst und meinte, er sei jetzt so krank und unbeweglich und ich hätte doch so viele Beziehungen und ich sollte ihm bitte einen Nachfolger suchen. Das Problem und das Dilemma bestand darin, dass er nur 3 Tage Zeit hatte bis zum nächsten DRC-Funkwetterbericht. Also habe ich mir Alfreds Berichte angeguckt und den erstmal interimsmäßig selbst geschrieben. In der nächsten Woche hatte ich dann jeden Abend Zeit, mich intensiv im Internet mit dem Thema Funkwetter zu befassen, zu gucken, was andere tun und auch zu gucken, was ich so gebrauchen kann, denn ich habe damals schon jeden Tag gefunkt. Und damals waren das 160-Meter-Band mein Steckenpferd. Damals hatte Peter Bobeck, DJ8WL, der auch im HF-Referat war und der natürlich Mr. 160 Meter damals war, mich ganz verrückt gemacht. Und ich habe damals Antennen gebaut, Endstufe gebaut und mich mit der Ausbreitung auf diesem Band befasst. Und da sind zum Beispiel auch diese Grayline-Tabellen, Sonnenauf- und Untergangszeiten dann reingekommen, weil ich das ohnehin verwendet hatte und mir jede Woche selbst erstellt hatte. Tja, und dann gefiel mir das immer mehr, weil das war ein Lernprozess und ein sehr interessanter in unserem Hobby. Und wenn ich so auch jetzt im Internet blätter, freue ich mich darüber, dass er auch in Deutschland sehr viele OMs mit sehr schönen und ordentlich aufgebauten Homepages sich mit dem Thema Funkwetter befassen. Das steht uns allen gut und das ist ja auch ein bisschen Wissenschaft.
Und man kann ja auch einen praktischen Nutzen rausziehen. Du hast das erwähnt, ja, ja. 160 Meter, Greyline, der X-Wing. Also es macht immer Sinn. Viele fragen, wie entsteht denn überhaupt so ein Funkwetter? Auf welche Daten guckt man dann? Was wird eigentlich wie ausgewertet? Christian, wie machst du es? Also das klingt jetzt das klingt jetzt wie Schmäh, ist es aber nicht. Tatsächlich fange ich mit dem Funkwetterbericht vom HD an. Weil wir haben ja jetzt beim DARC die interessante oder praktische Situation, dass wir zweimal Funkwetterbericht machen in der Woche. Und das kommt der Angelegenheit eigentlich auch viel, viel mehr entgegen, weil wir können wir vielleicht nachher noch drüber reden, Funkwetter kannst du nicht auf Wochen hinaus vorhersagen. Da sind 2-3 Tage teilweise schon ganz schön sportlich. Und ich fange tatsächlich mit dem Bericht vom HD an, der zu dem Zeitpunkt 3 Tage alt ist. Es gibt auch, wir sind auch nicht die Einzigen auf der Welt, die das machen bei den Funkamateuren. Die RSGB macht das, IARL macht das. Auch da guckt man rein, was die Kollegen an dieser Stelle meinen. Oft stimmt man ihnen zu, manchmal nicht. So, und dann geht es natürlich an die Daten. Es gibt inzwischen einige sehr, sehr schöne Seiten im Internet und viel mehr Daten sind öffentlich, wie das noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Bei mir ist zum Beispiel solen.info, die Seite vom Jan Alvestad, immer eine ganz wichtige Anlaufstelle. SDO, das Solar Dynamics Observatory, das ständig die Sonne im Blick hat, liefert ganz, ganz wunderbare Aussagen zu dem Thema, wie gerade extremes Ultraviolett und Röntgenstrahlung von der Sonne kommt, wie viel das ist, wie sich die aktiven Regionen entwickeln. Man kann sich da so 48-Stunden-Filmchen anschauen, um auch mal zu sehen, wie die Dynamik aussieht. Dann guckt man aufs Erdmagnetfeld. DK0WCY ist da immer ein wichtiger Anlaufpartner. Das Magnetometer, auch teilweise andere Magnetometer. Man sieht sich die Vorhersagen an und die Berichte vom Space Weather Prediction Center in der NOAA in Boulder, Colorado. Ganz wichtiger Anlaufpunkt. Oder auch zum Beispiel vom Met Office in London. Und daraus entwickelt sich dann ganz einfach mal ein Bild der Lage, was an Funkwetter oder was an Space Weather, wie das so schön heißt, Weltraumwetter, was an Strahlung auf unserer runterkommt. Und dann, jetzt, das ist die eine Seite und jetzt kommt die andere Seite. Was macht denn die Ionosphäre und die Erde aus dieser Strahlung? Und dann sind da eben Aussagen, man guckt auf die Ionosonden, man schaut auf den Verlauf der MUF, also der maximalen verwendbaren Frequenz über den Tag hinweg, über die letzten Tage hinweg. Man schaut in die Unruhe des Erdmagnetfelds, also die Daten, die wir tatsächlich hier unten von unserem ganz nahen Medium Ionosphäre bekommen. Ja, und daraus, sage ich jetzt mal, entwickelt sich so ein Bild und das entwickelt man dann ein Stück weit weiter in die Zukunft. Hadi, das wird dich natürlich begeistern, wenn der Christian sagt, er guckt erstmal sich deinen Funkwetterbericht an. Wie machst du es? Du hast ja jetzt einen viel größeren Zeitraum zu überblicken. Du sagst 27 Jahre, sind 2,5 Sonnenzyklen. Hat sich da auch viel verändert, wie der Christian sagt? Sind heute viel mehr Daten für jedermann eigentlich zugänglich? Ja, sicher. Es ist ja immer in der Wissenschaft eine Dynamik und eine Weiterentwicklung drin. Der Christian hat die wesentlichen Elemente bereits gesagt, die ich auch verwende. Aber 50% sind bei mir Logbuchnotizen, denn ich bin wirklich jeden Früh und jeden Abend QRV, allerdings nur in Telegrafie. Das ist halt mein Steckenpferd, aber ist ja egal. Und ich weiß dann auch und wundere mich manchmal, dass in einem vermeintlich toten 24 MHz oder 28 MHz Band dann trotzdem QSOs gefahren werden können. Und wenn man das mal vergleicht, dann lernt man wieder was davon. Also meistens ist es so, dass der Funkwetterbericht ist im Prinzip eine ganz grobe Sache, was gerade geht, weil zum Beispiel, und das lernt man auf der Homepage vom Geoforschungszentrum in Leipzig, was ja Referenzpunkt weltweit für den geomagnetischen Index ist und auch Forschung auf diesem Gebiet betreibt. Dort lernt man, dass es bei der Angabe des zum Beispiel des K-Wertes, der die magnetische Unruhe im 3-Stunden-Takt misst, dass es da ganz große Unterschiede von der Geografie und von der Tageszeit und der Jahreszeit in einzelnen Observatorien geht. Und dort findet man zum Beispiel auch eine Bewertungstabelle, die eingehenden Messwerte werden ja alle gewichtet und mit einem Faktor versehen. Und dann wird der weltweite KP-Wert aller 3 Stunden ermittelt.
Und das sieht man schon, wenn bei uns vermeintlich ruhiges Magnetfeld ist mit meinetwegen K gleich 1 oder 2, das ist nur ganz, ganz leicht gestört, dann ist das weiter nördlich, je näher man der Aurora-Zone kommt, ganz anders. Und dann wundert man sich, obwohl vielleicht Fluxwerte wie jetzt von 71 da sind, dass man mit Nordamerika eben keine QSOs fahren kann, außer dass vielleicht mal für eine Viertelstunde das Band aufgeht. Gibt es denn, und das werden wir immer wieder gefragt, auch im Internet, da haben wir ja die Seite DLC, F-Referat und Bandwacht, und da gibt es ja auch Funkwetterberichte. Wir werden immer wieder gefragt, gibt es sowas wie eine Faustregel? Also hoher K-Wert, dann brauche ich erst gar nicht rausfahren, auf den Berg klettern und SOTA machen wollen, oder gibt es da irgendwie Faustregeln? Das ist gefährlich, sowas. Das wünschen sich viele, aber normalerweise Fluxwerte oberhalb von 70, wie jetzt im Sonnenfleckenminimum eigentlich, oder wir hatten sehr lange Zeit jetzt, 70 plus minus 1 oder plus minus 2. Da geht 14 als oberstes Kurzwellenband, 14 MHz noch ziemlich beständig, wenn die K-Werte nicht größer als 3 werden. Also 0, 1 und 2 geht ganz gut, und je höher die werden, umso mehr sind alle transpolaren Funklinien, meinetwegen über Nordpol nach Hawaii oder Alaska oder Japan, beeinträchtigt, bis auf ganz wenige Öffnungen. Und da sagt man zum Beispiel, oder man kann das auch belegen, dass wenn dann großer Kurzwellencontest da ist, da geht das für eine ziemlich lange Zeit eigentlich dann auch auf 15 Meter, was eigentlich zu ist. Aber das liegt halt dann an der Dynamik der Ionosphäre, weil das ist ja nichts Statisches. Und die Gashülle um unsere Erde, die auch die Ionosphäre beinhaltet und die durch die Schwerkraft an die Erde gebunden ist, die dort wabern natürlich die Wolken ganz enorm durcheinander. Und das liegt auch daran, dass es zum Beispiel Jetströme gibt, die von Äquator, der am meisten von der Sonne beschienen wird, natürlich große Energiemengen über Luftströmungen nach Norden und nach Süden befördern. Und da kann man natürlich davon ausgehen, dass die Angaben sind nur Richtwerte auch vom Flux und von den magnetischen Unruhen, die uns stören. Da muss man halt mal bei den Observatorien gucken, ob was geht. Aber das Beste ist eigentlich, und das praktiziere ich immer mal kurz CQ zu rufen und im Reverse Beacon Network zu gucken, wo das eigene Signal ankommt. Und da staunt man manchmal, das Band ist tot. Und aus Grönland hört man plötzlich auf 12 Meter einen Rapport für sein eigenes Signal. Also das ist schon beeindruckend, auch diese ganzen Skimmer, die es mittlerweile gibt. Und im letzten Jahr, toll, dass jetzt auch unsere Antarktisstation DB0GVN damit ausgerüstet ist. Das wächst alles, und das sind alles Instrumente, die uns helfen. Eine Frage, die uns erreicht hat in diesem Zusammenhang, ist, wenn ein Contest gefahren wird, führt dann die Energie, die abgestrahlt wird, zu besseren Bedingungen, sozusagen zur Ionisierung der Ionosphäre? Nee, das kann nicht sein. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel ICECAT, dieses Ionosphärenforschungsprogramm, was in Svalbard, in Tromsø, in Kiruna und auch in Kanada existiert, und die da Megawatt in die ab 50 Megahertz bei verschiedenen Frequenzen nach oben schicken, um dann die Ionosphäre zu studieren. Das bewirkt eigentlich nur lokal ein bisschen was. Wenn man zum Beispiel in Tromsø an der Uni auf den Aurora-Monitor guckt und sich die Bilder anschaut, wann mal ein bisschen Nordlicht auftritt, da koppelt die Sonne in diesem Bereich Gigawatt ein. Also das kann man irdisch mit den Kraftwerken und mit Sendeanlagen nur sehr, sehr schwer erzeugen. Mhm. Gibt es denn, wenn jetzt einer sein Wochenende planen will und sagt, naja, was mache ich? Gehe ich mit der Frau ins Kino und mache ich mir einen schönen Abend, oder setze ich mich ans Funkgerät und mache ein bisschen Betrieb? Gibt es denn so ein paar Kenngrößen, wo man sagen kann, ja, es lohnt sich, da könnte DX entstehen, Christian? Ja, als allererstes mal die Stimmung von der XYL oder von der YL, ne? Weil das wäre für mich mal das Primäre. Aber dann, ja, natürlich, klar, ich meine,
Wenn man zum Beispiel an SOTA denkt, SOTA arbeitet ganz stark auf den mittleren Bändern, 40, 30, 20 Meter. Das sind die Bänder, die eigentlich bei uns das konstanteste Funkwetter haben. Da kann man da zwar auch reinfallen, aber ich sag mal, wenn 30 Meter mal nicht geht, dann ist schon wirklich, wirklich was geboten. Und da kann man eigentlich, wenn man die grundlegenden Regeln der Kurzwellenausbreitung kennt, kann man da nicht viel schief gehen. Also die grundlegendste Regel ist zum Beispiel die Tag-Nacht. Veränderungen, also dass ich halt mal, ich sage mal insbesondere im Winter auf 20 Meter tief in der Nacht, wobei ich üblicherweise kein SOTA da mache, ziemliche Probleme haben werde. Also dass also nachts die tieferen Bänder und tagsüber die höheren Bänder bevorzugt sind. Also wenn ich diese grundlegenden Regeln habe, dann gibt es eigentlich fast keinen Zeitpunkt, wo es auf diesen mittleren Bändern nicht irgendwie geht. Spannend wird es natürlich dann, wenn ich nach oben möchte, auf die oberen Bänder. Die sind viel, viel stärker dann beeinflusst von eben der Sonnenaktivität, ob die offen sind, ob die nicht offen sind. Jetzt zum Beispiel, wir sind ja im Juni, ist Sporadik eh ein ganz großes Thema, wo ich im Moment relativ sicher sein kann, dass Shortskip-Bedingungen dort herrschen, wo die restliche Zeit vom Jahr die Bänder oben ziemlich tot sind. Also diese grundsätzlichen Zusammenhänge, die sollte man schon kennen, damit man da die große Enttäuschung vermeidet. Shortskip ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Viele sagen, ja, Shortskip, wunderbar, öffnet gerade Richtung Nordeuropa und. Dann sagen aber welche, naja, ich habe aber auf 10 Meter USA gearbeitet. Ist das dann auch Shortskip? Ja, das ist eine gute, also das sind wirklich gute Fragen, Tom. Und da kommen wir jetzt in die, ich sage mal, in das ganz große Drama eigentlich rein. Es gibt immer diesen schönen Vergleich des Funkwetters mit dem meteorologischen Wetter. Da funktioniert auch vieles im Vergleich. Nur muss man sagen, dass die Kollegen, die von der Meteorologie es in einer Hinsicht viel einfacher haben. Die haben nämlich eine Sonne, die auf den Bereichen, die für die Meteorologie relevant sind, nämlich vor allem das Infrarot, extrem stabil strahlt. Und die Bereiche, die uns interessieren, nämlich Röntgen und extremes Ultraviolett, das sind so die Ränder des Spektrums dieses großen Ofens Sonne, sage ich mal. Und wie bei jedem Ofen, da franzt dieses Spektrum aus. Und das ist genau das, was wir merken. Dieses extreme Ultraviolett, das ist manchmal stärker. Und es ist manchmal schwächer. Und wir kennen schon nicht den Mechanismus, der in der Sonne genau das verursacht. Das ist das erste Problem. Die Meteorologie kennt sehr genau den Mechanismus, wie der Energieumsatz in der Troposphäre dann zur Bildung, zusammen mit der Erddrehung, zur Bildung von Hoch- und Tiefdruckgebieten führt und diesen Dingen. Das ist alles bekannt, gut erforscht, kann man auch gut messen dort. Und das genau ist bei uns nicht bekannt, wie die Sonne, wo dieser Sonnenaktivitätszyklus eigentlich herkommt. So. Und dann kommt diese ganze Strahlung zu uns, nahe zu uns, in die Ionosphäre, 300 Kilometer über unseren Köpfen, eigentlich sehr, sehr nah. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo ich jetzt mal so ganz frech sage, da wissen wir ja noch weniger als von der Sonne, wie das funktioniert. Da Hardy ist vorhin schon drauf eingegangen, auf die Wolken, auf die lokalen Verdichtungen der freien Elektronen, auf die es ja so ankommt, dass diese freien Elektronen sich bewegen in der Ionosphäre, verfrachtet werden durch Strömungen, Jetstreams und so weiter. Jetzt muss man dazu sagen, freie Elektronen, wenn die sich bewegen, wenn sich Ladungen bewegen, das ist ein Strom. Ein Strom erzeugt ein Magnetfeld, das wieder mit dem Erdmagnetfeld interagiert auf alle möglichen Arten und Weisen. Jetzt kann man sich relativ schnell schon vorstellen, wie viele Parameter da zusammenkommen und eine Veränderung verursachen. Und wenn wir jetzt auch nochmal auf Shortskip und auf Sporadik E kommen, das zeigt es eigentlich relativ deutlich. Wir wissen nicht definitiv, wie Sporadik E entsteht. Sporadik E können wir nur statistisch greifen das ist eins der ganz großen Rätsel. Es gibt viele Rätsel in der Ionosphäre, aber das ist eins, das wir ganz deutlich sehen als Funkamateure, eins der ganz großen Rätsel, wo kommt eigentlich Sporadik E her? Und konkret zu deiner Frage, Sporadik E bedeutet normalerweise Einsprungausbreitung an der E-Region, an der E-Schicht. Da sind wir dann bei ungefähr 2000, höchstens 2500 Kilometer. Aber es kann eben auch sein, dass du, wenn wieder zurückreflektiert wird vom Boden, dass am nächsten Reflexionspunkt wieder Sporadik E herrscht. Und dann geht es nochmal 2000 Kilometer weiter. Oder was dir passieren kann, ist, dein Sporadik E geht Richtung Süden. Richtung Süden haben wir mehr Sonne, haben wir mehr Ionisation, mehr freie Elektronen und damit höhere Grenzfrequenzen. Jetzt kann es passieren, dass wenn man zum Beispiel Richtung Südamerika geht, dass der erste Sprung über Sporadik E
läuft. Und beim zweiten Sprung, wenn ich dann schon südlich von Spanien, südlich von Spanien bin, dann bin ich im Bereich einer höherer Grenzfrequenz und da kriege ich plötzlich F-Ausbreitung. Da geht es dann in die F-Region und mit der F-Region schaffe ich es dann tatsächlich über den Äquator Richtung Südamerika. Das kann alles passieren und das kann alles nach 15 Minuten ganz anders sein. Und ich meine, das macht es so schwierig vorherzusagen, das macht es aber auch so spannend, die ganze Angelegenheit. Darf ich noch was ergänzen? Der Christian hat das schon sehr schön gesagt. Und zwar zur Sporadik-E-Forschung gibt es sehr interessante Arbeiten von der Frau Professor Achas vom Geoforschungszentrum in Potsdam. Auch im Internet sehr schönen Vortrag. Auch die haben zum Beispiel über einen sehr langen Zeitraum weltweit die ES-Reflexion von den Handynetzwerken ausgewertet. Und das ist dort analysiert worden. Und die haben eindeutig zum Beispiel als festgestellt, dass sowohl die Meteore, die sind ja eisenhaltig und haben eine relativ lange Lebensdauer in der Ionosphäre, dass die Beiträge bringen zur Auftretung von, zum Auftreten von sporadischen E-Schichten. Aber sie haben zum Beispiel auch festgestellt, dass die Häufigkeit von ES auf der Nordhalbkugel so 45 bis 55 Grad am höchsten ist und das zum Beispiel entlang des geomagnetischen Äquators so gut wie überhaupt nie sporadische E-Schichtreflexionen auftreten können, weil das Magnetfeld dort viel zu klein ist. Also am geomagnetischen Äquator gibt es ja nur eine flache Komponente und in die anderen Vektorkomponenten, die nach oben gehen, die sind dort ausgefallen. Und dann gibt es auch noch, dass der Sonnenfleckenzyklus eine Rolle spielt und natürlich auch die solche Tidenbewegungen in der unteren und der mittleren Atmosphäre. Also das lohnt sich zu lesen, da lernt man mal richtig was Neues zum Entstehen und was den Elfjahreszyklus angibt. Da gibt es eine sehr tolle Forschungsgruppe hier bei mir, 6 Kilometer östlich im Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Und zwar der Dr. Frank Stefani, der war auch mal aktiver SWL, und seine Gruppe, die forschen, die befassen sich mit den Magnetfeldern der Planeten und natürlich auch entsprechende Anwendungen, zum Beispiel in Flüssigschmelzen und Flüssigbatterien. Aber die machen zum Beispiel Modellrechnungen und das sieht man, das findet man, wenn man unter seinem Namen und Helmholtz-Zentrum Rossendorf, Dresden-Rossendorf googelt, einen sehr schönen Beitrag, dass die Modellrechnungen zeigen, dass der Energietransport in der Sonne von innen nach außen, gibt es ja den bekannten Omega-Effekt, der ganz gut dokumentiert ist, der die zwei Sonnenfleckengürtel nördlich und südlich des Äquators der Sonne betrifft. Und es gibt den Alpha-Effekt, der im Prinzip die vom Nord- nach Südpol, also senkrecht von uns geguckt, die Prozesse beschreibt und die Verteilung der Sonnenflecken. Und der zeigt in den Modellrechnungen extrem empfindliches Verhalten von ganz kleinen Sachen. Und da haben sie zum Beispiel in den Rechnungen rausgefunden, dass alle 11,04 Jahre die größten Planeten des Sonnensystems mit der Sonne genau auf einer Achse stehen. Und das ist ja komisch. Zumindest legt es die Vermutung nahe und da wird weiter geforscht, dass der Sonnenfleckenzyklus wirklich wie so eine Art Clock ist im Universum und durch diesen Effekt beschrieben werden kann. Ja, da gibt es sicherlich noch viel zu forschen. Jetzt heißt der Titel aber dieser Veranstaltung Funkwetter einfach erklärt. Deswegen wollen wir es nicht zu kompliziert machen. Aber es ist schon klar, Funkwetter ist von vielen Faktoren abhängig. Ich glaube, das hat jetzt jeder verstanden. Und so ganz einfach ist es nicht, einfach mal auf irgendeine Funkwettermeldung zu gucken und zu sagen, naja, heute klappt es auf 10 Meter da und dahin. Was kann man aber trotzdem machen, wenn man interessiert ist und euren Funkwetterbericht hört? Christian, du sagtest vorhin, es ist schon schwierig, das Funkwetter über eine Woche vorherzusagen, ein paar Tage ist schon manchmal schwierig. Woran kann man sich denn noch orientieren? Also ich sag mal, auch wenn es jetzt komisch klingt, aber das Beste ist erstmal rausgehen und gucken, wie das Wetter ist. Tatsächlich. Also es ist
es ist schon wichtig, dass man sich die konkrete Situation am Empfänger tatsächlich auch mal vor Augen führt. Da sind unsere guten alten Barkensysteme nach wie vor eine gute Geschichte, zum Beispiel für 10 Meter. PSK-Reporter hat der Hardy vorhin angesprochen, whispernet.org. Alles das sind Dinge, mit denen wir heute in der Lage sind, dank Internet in der Lage sind, einfach auch zu schauen, wo unsere eigenen Signale momentan ankommen und wie gut sie ankommen. Also ich sage mal, die meisten Daten zur Erforschung der Ionosphäre und zur Feststellung der Kurzwellenausbreitungen, die liefern wir, die Funkamateure. Wir sind noch nicht so weit, dass wir diese Daten tatsächlich wissenschaftlich so sauber haben, dass man damit was machen kann, abgesehen von der Menge der Daten, von der Schwarmgeschichte von Big Data. Aber das ist, damit kann man sich selber schon mit unseren eigenen Amateurfunkmitteln einiges an Überblick verschaffen, wie es momentan aussieht. Und dann haben wir vorhin noch ein paar Webseiten genannt, da Hardy ja auch. Ich würde auch einfach mal auf Wikipedia gehen, Stichwort Sonnenaktivität, und mal mit der Linkliste anfangen, die da unten genannt ist. Die ist schon nicht schlecht. Und dann wird man vom einen zum anderen gegeben. Und ich warne euch, wenn ihr da anfangt, nehmt euch den Nachmittag frei und noch einige mehr, wenn euch das Thema interessiert. Ihr kommt aus dem Lesen nicht mehr raus. Hardy, du hast vorhin auch das Reverse Beacon Network genannt. Ja, das benutze ich zum Beispiel, wenn ich denke, ein Band ist tot, da rufe ich dort CQ und dann gucke ich, was geht. Aber ich denke, das Allerwichtigste ist eigentlich, QRV zu sein. Ich habe ja so viele Kurzwellenbänder zur Verfügung, auf denen ich funken kann. Auf einem oder zwei geht es hundertprozentig, es sei denn, es ist mal für eine halbe Stunde ein Mögel-Dellinger-Effekt. Aber das ist ja äußerst selten. Ansonsten kann man immer funken und man hat auch immer Spaß dran. Und ich meine, der Funkwetterbericht ist ja als Orientierung gedacht, was eventuell geht. Aber meine Erfahrung zeigt, es geht immer mehr, als in so einem Bericht steht. Genau, und es gibt so eine ganz spezielle Art der Funkwellenausbreitung. Das ist die Funkwellenausbreitung im Kopf, und vor der kann man immer noch warnen. Das ist nämlich diejenige, die sagt, oh, jetzt 10 Meter, kann ja überhaupt nicht funktionieren. Lassen wir gleich raus, gehen wir überhaupt nicht hin. Es kostet nur ein paar Minuten, mal übers Barkenband zu drehen und zu gucken oder mal im Internet auf dem Reverse Beacon Network oder so zu schauen. Und es gibt kurze Öffnungen. Es gibt Mikroöffnungen, die 10, 15, 20 Minuten dauern und weit gehen über die F-Region. Auch da wisst man nicht, wo die genau herkommen. Das ist auch ein spannendes Forschungsfeld. Also sag mal, die Kurzwelle ist nicht komplett verstanden, ganz bestimmt nicht. Also um das zusammenzufassen, ist das quasi, studierst du noch den Funkwetterbericht oder funkst du schon? Genau. Okay, wir sind fast mit der Zeit durch, möchte aber trotzdem noch die häufigste Frage erwähnen. Wird der nächste Sonnenzyklus schwächer, gleich stark oder stärker als der vorherige? Das ist reine Spekulation, würde ich mich nicht festlegen. Das heißt, ich habe bisher drei Zyklen ein bisschen dokumentiert und selbst die großen Experten haben sich mehrfach korrigiert. Das weiß man einfach nie, weil die Zugänglichkeit zum Objekt Sonne mit Messdaten, die ist zwar schon gut ausgebaut, aber da, solange der Sonnendynamo nicht richtig verstanden wurde, kann man das nicht vorhersagen. Es gab für den letzten Sonnenfleckenzyklus, also für den, der jetzt gerade zu Ende geht, hat mal einer zusammengestellt. Es gibt viele Gruppen auf der Welt, die forschen und diese Vorhersagen machen. Und was die letztendlich machen, da wir, wie der Hardy richtig sagt, den Sonnendynamo und genau was da funktioniert, noch nicht richtig verstehen. Es wird statistisch korreliert mit allem Möglichen. Und die machen sich alle viele Gedanken. Und es hat einer mal das zusammengetragen für diesen Zyklus 24. Und ich glaube, es waren 115 Vorhersagen. Und die reichten, die haben das gesamte Spektrum abgebildet, von einem nicht vorhandenen Maximum bis zu einem Hammermaximum. Es war alles dabei. Irgendwo in der Mitte bei 115 hat dann einer gewonnen letztendlich. Aber daran sieht man ganz einfach, es ist so viel Bewegung da drin und so viel, ja, leider noch unverstanden an dieser Stelle. Natürlich gibt es eine gewisse Chance, dass der nächste Zyklus etwa wieder genauso aussieht wie der jetzige. Wir sehen jetzt wieder ein relativ langes Minimum. Das ist eine Korrelation, die recht gut bestätigt ist, dass ein langes, tiefes Minimum eher für ein schwächeres nächstes Maximum spricht. Aber wie der Hardy sagt, ich würde da nichts drauf verwetten. Okay, das war ein schönes Schlusswort. Die halbe Stunde ist schon um. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Christian, und bei dir, Hardy.
Und so wie ihr es gesagt habt, auf die Bänder, funken und dann wissen wir, wie es Funkwetter ist. Vielen Dank und 73. 73. 73.